Linke zum Gruß. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Fahrlässig Motorrad. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, wie ich eigentlich meinen persönlichen Reifendruck auf dem Übungsplatz rausfinde. In den letzten Folgen oder in der letzten Folge haben wir ja einmal angeschaut, wie man denn eigentlich so den Grip hinbekommt, beziehungsweise das Vertrauen in den Reifen. Gerade was das Motogymkhana angeht, fahren wir ja ziemlich auf dem Limit. Und deswegen ist der Reifendruck umso wichtiger, dass ihr den für euch natürlich persönlich einstellt. So, wir sind jetzt einmal auf dem Bike unterwegs und zuallererst gilt es natürlich erstmal alles aufzuwärmen. Da Hanne beispielsweise einmal den Fulllock üben, den Bremsdruck ein bisschen üben, dass man den konstant halten kann. Dann natürlich auch die Schräglage üben. Und gleichzeitig einmal das Großbeschleunigen. Wenn wir das Ganze dann gemacht haben, eine Zeit lang, dann können wir auch einmal anschauen, wie denn der Reifen jetzt gerade so drauf ist. Ja, der ist warm. Hinten ist er auch warm. Da sieht man schon richtig schön hier an der Kante. Da habe ich den schon etwas zum Rutschen bekommen, also da sind wir heute tatsächlich gut dabei. Jetzt kommen wir zum einen der wichtigsten Schritte. Ich messe tatsächlich meine Reifen immer warm. Natürlich, wer es jetzt im Detail nimmt, macht es einen Unterschied, ob der Reifen 50 Grad oder 60 Grad heiß ist. Keine Frage. So, manchmal haben wir ein Windows-System hier drauf. Da braucht er tatsächlich einfach ein bisschen länger, bis er geladen hat. So, jetzt einmal auf Bar. So, also wir haben jetzt 2,3 Bar. Das ist tatsächlich auch ein Luftdruck zum Tourenfahren. Das gleiche machen wir hinten. Also 2,4 Bar. Das ist tatsächlich ein bisschen weniger, als ich erwartet hätte. Allerdings bin ich voll damit im Klaren. Also 2,3, 2,4 Bar, da können wir jetzt ein bisschen rumspielen, können wir hoch und runter gehen. Ich habe auch noch eine Luftpumpe dabei, eine elektrische. Von daher lässt uns das einige Möglichkeiten offen. Was ich jetzt am Anfang immer mache, ich schaue jetzt hier ein paar Platzrunden, oder ich schaue jetzt bei ein paar Platzrunden immer so ungefähr, wie das Grippenniveau ist und versuche mir das so ungefähr im Kopf einzubringen, also auch was die Gashand angeht. Das heißt, wenn ihr natürlich in der Lage seid, das Hinterrad zum Ausbrechen zu bringen, dann hilft euch das hier extrem, weil dann könnt ihr natürlich auch sehen, ab welchem Punkt oder mit wie viel Gas ihr den Reifen zum Ausbrechen bringt. Das bedeutet, wir fahren jetzt einmal ein paar Runden. Wir schauen jetzt uns einmal an, wie viel Gas der Reifen eigentlich aushält. Und da fahre ich gerne immer Ovale und erhöhe dabei langsam meine Schräglage. So, man merkt es schon langsam, wie der Reifen das Rutschen anfängt. Und was ich jetzt mache, ist mir eigentlich im Kopf ein bisschen einzuprägen, wie viel Gas ich in der Gashand geben kann. Und das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich das Ganze kontinuierlich mache. Wenn man das Ganze jetzt gemacht hat, dann hat man ungefähr nach ein paar Minuten so ein gewisses Feeling drinne. Da sieht man es auch noch mal richtig schön. Einmal hier so diese Längsstreifen, also den Reifen, den haben wir richtig schön zum Rutschen bekommen. Jetzt fangen wir einmal an, mit dem Reifendruck zu testen. Und zwar gehe ich hier eigentlich immer so um 0,1 Schritte nach unten. 2,4, 2,3, super. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir uns die Gashand ziemlich gut eingeprägt haben. Also,
hört es vielleicht. Ich gebe jetzt schon deutlich mehr Gas. Also ich merke jetzt auch, dass der Hinterreifen deutlich mehr abhaben kann. Das gleiche teste ich natürlich auf der rechten Seite. Also ich versuche jetzt den Reifen wirklich durch ziemlich schnelles Gas geben aus dem Konzept zu bringen. Und da muss ich ehrlich sagen, da bringt mich der Reifen aus dem Konzept, weil der gerade richtig gut hält. Also selbst wenn der mir wegschmiert, ist es deutlich angenehmer zu handeln, weil der sofort wieder Grip kriegt und sehr langsam wegschmiert. Also, wir merken jetzt auf jeden Fall ungefähr bei 28 Grad, wenn wir den Reifen einmal gemeinsam anschauen, dann hat der ungefähr die Hitze von vorhin. Da sieht man wieder richtig schön die Seitenstreifen, also hier in diesem Bereich, da rutscht der Reifen immer tatsächlich weg und dann wird er schon richtig schön rau, also dann bietet er echt guten Grip. Also, wir haben jetzt festgestellt, 2,3 Bar geht voll fit bei dem Reifen. Jetzt gucken wir mal, was er so bei 2,2 Bar macht. 2,3. 2,25. 2,2. Tipptopp. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass der Reifen vielleicht wärmer wird, weil er natürlich mehr Reibung erhält oder mehr Reibung aufbaut. Deswegen wissenschaftlich kann man das jetzt nicht betiteln. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal ein Grundstatement ab, ob ihr höhere Luftdrücke oder niedrigere um die 2 Bar Marke besser sind. Wir testen das Ganze jetzt mit 2,2 Bar. Jetzt hatte ich tatsächlich einen größeren Rutscher. Es kann natürlich auch immer auf den Belag drauf ankommen. Ja. Deswegen macht das Ganze ein bisschen länger als sonst. Weil es gibt immer wieder Stellen, da liegt mal ein Kieselsteinchen und dann verliert natürlich der Reifen an Haftung. Also was ich jetzt tatsächlich sagen kann, mit diesen 2,2 Bar fahre ich noch einen Ticken besser. Allerdings habe ich das Gefühl auch, dass der Reifen nicht mehr so agil ist. Also ich stelle jetzt fest, wenn ich hier so ganz normal fahre, dass das Motorrad ein bisschen schwerer in die Kurve geht und ich da ein bisschen mehr Lenkimpuls bzw. Gewichtsverlagerung arbeiten muss. Also der hat einen Ticken mehr Grip wie davor bei 2,3 Bar. Aber das macht den Bock jetzt nicht wirklich fett. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Reifen ungefähr bei den 2,2, 2,3 Bar bleibt. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit 2,1 Bar. 2,15. 2,1. Also man merkt natürlich auch, jedes Mal, wenn ich die Luft rausgelassen habe, also 2,2 Bar Luft rausgelassen und danach wieder gemessen habe, ganz am Anfang, dann liegt der Luftdruck ungefähr bei 2,25. Also, Theorie bestätigt, dass sich Luft bei Wärme ausdehnt. Ich würde jetzt mal aus dem Stegreif behaupten, dass der Reifen tatsächlich mal ein bisschen mehr Grip hat. Mittlerweile lerne ich den Platz auch ein bisschen kennen. Ich stelle tatsächlich hier auf der rechten Seite fest, dass er hier oft den Grip verliert. Ich glaube jetzt einfach mal, dass der Asphalt schlecht ist. Aber ansonsten muss ich echt sagen, bei 2,1 grippt er ziemlich gut.
Bei meinen Reifentests bzw. bei den Tests an sich schaue ich mir natürlich auch gerne mal den Reifen an sich an. Was mir jetzt hier ganz besonders auffällt, ist, dass dieser Seitenstreifen nicht mehr so krass ausgeprägt ist. Also der ist tatsächlich gepunktet, eher als gezogen. Das bedeutet, hier krallt sich richtig der Asphalt rein. Und der Reifen hat nicht mehr so einen hohen Haftungsabriss. Da hat er tatsächlich auch, also das sieht für mich eher gepunktet aus, wenn man das Ganze hier jetzt lang geht, und der raut sich auch richtig schön auf. Also ich stelle jetzt tatsächlich fest, dass der Reifen auch ein bisschen mehr Bock hat, wenn er weniger Druck hat. Also 2,1 Bar ist bisher so mein Favorit, muss ich ehrlich sagen. 2,1 Bar. 2,05. 2,0 Bar. Also jetzt ist tatsächlich ziemlich viel Luft raus. Das ist echt krass. Also wenn der Reifendruck höher ist, dann stelle ich in höheren Schräglagen tatsächlich fest, dass ich viel sensibler am Gas sein muss. Wenn ich jetzt hohe Schräglagen fahre, dann kann ich richtig kontrolliert den Slide ausführen. Und der kommt mir tatsächlich nicht so krass. Also selbst auf dieser rutschigen Stelle, muss ich echt sagen, hält der Reifen richtig top. Das gefällt mir doch. Jetzt geben wir dem Reifen mal ein bisschen die Sporen. Also das Wegrutschen ist echt angenehm. Also ich muss sagen, der Reifen, der gefällt mir ziemlich gut. Alles unter 2,3 Bar. Wir haben jetzt 2,0 Bar. Jetzt würde ich langsam schätzen, dass der Reifen normalerweise jetzt so die Biege macht. Also, was man jetzt ziemlich gut feststellt, umso mehr Luft wir rauslassen, umso höher wird hier tatsächlich so dieser Brösel-Effekt. Also ist echt der Hammer. Und der ist jetzt nicht so warm, also der ist eigentlich gleich warm wie vorher, bröselt aber mehr. Interessant. So, 1,9 Bar. Jetzt sind wir wirklich schon, wo ich jetzt sage, so langsam dürfte der Reifen wirklich das Welken anfangen. Und wenn der Reifen das Welken anfängt, dann wird er auch normalerweise instabil. Das ist echt krass. Also umso mehr Luft ich da rein raus mache, umso besser wird er. Also ich hätte gedacht bei 1,9, dass er jetzt so langsam die Biege macht. Also, was ich jetzt tatsächlich merke, ist, wenn ich in höheren Schräglagen ans Gas gehe, dann ist dem seine Rutschigkeit extremer. Also wenn der wegrutscht, dann krasser wie höheren Luftdrücken. So, jetzt teste ich mal nochmal. Ja, also es hat sich tatsächlich nochmal bestätigt. Wir haben jetzt eine Marke erreicht, wo der Reifen schlechter wird. Also wirklich bei 1,9 Bar sage ich jetzt persönlich, es stimmt sein großes Manko, dass wenn er wegrutscht, das richtig plötzlich tut. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Deswegen mein Feedback tatsächlich zu dem S21 von Bridgestone. Der Hinterreifen, ich sage jetzt mal, wir haben hier so 27 Grad, 25 bis 27 Grad. Dann hier sieht man auch richtig schön, wie der Reifen richtig schön rau wird. Würde ich behaupten, dass der Reifen echt gut fahrbar ist, so zwischen 2,0 und 3,0 Bar. Ich würde tatsächlich je nach Außentemperatur, also heute würde ich ihn tatsächlich auf 2,0 lassen, beziehungsweise auf 2,1.
an sehr warmen Tagen würde ich ihn runter tun auf 2,0, weil dann kommt der wahrscheinlich unterm Strich aufs Gleiche raus. Das Gleiche mache ich jetzt natürlich auch mit dem Vorderreifen. Den Hinterreifen lasse ich jetzt mal bei 1,9 bar, den pushe ich nachher wieder auf. 2,0. Also in dem Fall fangen wir bei 2,0 bar an. Der Grund ist einfach dieser: Ich mache mit der Maschine ziemlich oft Vollbremsungen, also einfach auch so just for fun. Deswegen weiß ich ungefähr, wie der Reifen so performt bei 2,3 bar. Zumindest der Vorderreifen, was Bremsungen angeht. Und ich messe tatsächlich den Grip an erster Stelle erstmal mit Vollbremsungen. Jetzt machen wir richtige Bremsungen, und zwar einmal mit Vorladen, das bedeutet progressives Bremsen. So, wir schauen uns einmal den Vorderreifen an. Man sieht jetzt hier richtig schön, normalerweise habe ich ungefähr zweieinhalb Finger dick, und dann ist der jetzt tatsächlich 5 Finger breit. Also allein schon dadurch, dass der Reifendruck jetzt vorne um 0,3 bar abgenommen hat, ist wirklich der Large tatsächlich ums Doppelte angestiegen. Das Ganze kann natürlich irgendwann mal auch nach hinten losgehen. Also es bedeutet nicht nur, weil die Auflagefläche hier größer ist, dass der Reifen besser bremst, sondern es hat natürlich auch damit was zu tun, wie der Reifen später dann welkt, wie er selber dann natürlich sich bewegt. Deswegen. Aber es sieht hier schon mal richtig gut aus. Man sieht hier auch, das war eine Maximalbremsung. Also hier krallt sich wirklich der Asphalt in den Reifen rein und zieht sich so ein bisschen drüber. Deswegen eigentlich wunderschönes Bremsbild, sagt man dazu, glaube ich mal. Also ich breche das Ganze jetzt auch ein bisschen runter bei dem Vorderreifen, weil wie gesagt, die macht ziemlich oft Vollbremsungen. Auch ein bisschen mit Schräglage deswegen. Ihr könnt es natürlich auch testen. Ich finde allerdings, der Vorderreifen, den wirklich, naja, zu testen oder zu fühlen, ist wirklich schwierig, weil entweder der haut einen ab oder nicht. Ganz anders wie beim Hinterreifen, das kann man viel besser dosieren. Deswegen, was ich ganz gerne immer mache, sind natürlich diese Vollbremsungen einfach, um zu gucken, wie denn der Reifen so grippt und unterm Strich natürlich auch an der Seite so Bremsungen, so Schräglagenbremsungen. Jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen rechts rum geübt. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Also wir sehen hier jetzt schon richtig gut, dass der Reifen vorne schon bei der aktuellen Bremsung schon ein bisschen leicht wegrutscht. Also man sieht hier tatsächlich, wie sich der Asphalt richtig schön in den Reifen einmal reindrückt und wie der so ein bisschen drüber zieht. Und das kann natürlich für euch einfach auch ein Indikator sein, je nachdem wie euer Reifendruck ist, ob der Reifen vorne bei euren Bremsungen im Gymkhana rutschen anfängt oder nicht. Wie gesagt, ich bin beim Vorderreifen ein bisschen vorsichtig immer. Ich persönlich würde den jetzt nicht unter 2,0 packen. So, also wir haben jetzt einmal den Hinterreifen getestet. Da nochmal ganz kurz gesagt zwischen 2,0 und 2,3 bar. Ich persönlich würde an sehr warmen Tagen eher 2,0 reinmachen. An kalten Tagen tatsächlich eher 2,1 oder 2,2 bar. Wenn es unter 2,0 bar geht, dann wird halt die Gefahr größer, dass wenn euch der Reifen mal abhaut, also wenn der einen Grip verliert, dass er das schlagartig tut. Davor ist er relativ noch gut handelbar. Man merkt es richtig schön, wie der so langsam wegzieht. Aber wie gesagt, unter 2,0 bar schon tatsächlich schwierig. Beim Vorderreifen, das habe ich jetzt tatsächlich zugegebenermaßen ziemlich schnell gemacht, durch das, dass ich schon Vorerfahrungen hatte wegen den Vollbremsungen. Da könnt ihr natürlich das Gleiche auch machen. Es ist nicht so ganz einfach wie am Hinterrad, weil ihr das nicht so gut dosieren könnt. Allerdings, wie gesagt, schaut euch das Reifenbild einfach mal an, macht ein paar seitliche Bremsungen oder Vorderradbremsungen und schaut mal, wie euch der Reifen so wegrutscht bzw. wie das Reifenbild danach aussieht. Ich habe tatsächlich noch eine Pumpe dabei,
Das bedeutet, ich pumpe natürlich jetzt wieder meine Reifen auf, damit ich später wieder im öffentlichen Straßenverkehr einigermaßen reifenschonend fahren kann. Ich hoffe, euch hat das Video soweit geholfen. Also es ist tatsächlich kein Hexenwerk, es ist wirklich einfach nur ausprobieren. Ihr müsst einfach schauen, dass euer Muskelgedächtnis da ein bisschen trainiert bleibt über die Zeit, wo ihr den Reifen nachmesst oder die Luft rauslasst. Fangt gerne oben an und arbeitet euch dann vom Druck gerne runter und schaut mal, wie sich das Ganze verhält. Das Ganze könnt ihr wirklich nur machen, wenn ihr in der Lage seid, den Reifen zum Ausbrechen zu bringen. Davor wird einfach der Reifen immer Grip haben und dann werdet ihr das nicht viel merken. Da wird sich vielleicht die Eigendämpfung ein bisschen ändern oder das Handling, aber vom Gripniveau werdet ihr da sehr wenig merken. Wenn euch das ganze Video soweit gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einmal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze so ausprobiert. Ob ihr Tourensportreifen fahrt oder Supersportreifen, würde mich tatsächlich auch interessieren. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich mega drüber freuen. Schaut gerne auch auf meinem Instagram-Account vorbei. Da stelle ich regelmäßig immer ein paar Bilder und Videos rein, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann. Und in diesem Sinn, die Linke zum Gruß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.